Schattenland. Dieses Kleinod unversehrt ist immer eine Reise wert. Was lang? Ich will ja gar nicht mehr hochgehen. Jahren
ihr Leben ließen. Im Osten, im Westen, im Süden, im Norden, auf der Flucht, in der Stacheldraht, in der Heimat. Diese Inschriften meißelten wir ein, als wir vor 20 Jahren die Steine unserer Gedenkstätte setzten. Es gibt keine simö-sächsische Familie, die von den Schicksalsprüfungen der beiden Kriege und danach verschont blieb. In Schmerz, Leid und bleibender Not verloren viele Eltern den Sohn oder die Tochter, viele Ehefrauen den Gatten, viele Mädchen den Freund oder Verlobten und viele Kinder ihren Vater. Wir stehen hier als eine Schicksalsgemeinschaft der Trauernden. Als bei einigen von uns der schöne Gedanke einer eigenen Gedenkstätte aufkam, waren gut 2 Jahrzehnte seit dem Ende des unseligen Zweiten Weltkrieges vergangen. Die in aller Welt verstreuten Siebenbürger Sachsen, von denen viele von den Fronten und Rückzügen aus Gefangenschaft und Zwangsarbeitslagern zurückgekehrt waren, hatten miteinander Verbindung aufgenommen, hatten ihre Landsmannschaften und Hilfseinrichtungen gegründet. Die Kontakte zu den in Siebenbürgen Verbliebenen waren geknüpft. Es setzte allmählich die Zusammenführung auseinandergerissener Familien ein. In Deutschland und Österreich waren zerstörte Städte weitgehend wieder aufgebaut. Die Lebensverhältnisse hatten sich normalisiert und die vielen hier ansässigen Siebenbürger Sachsen hatten Arbeit und Brot gefunden, eigene Existenzen gegründet. In dieser Zeit der ersten Konsolidierung erinnerten sich unsere Landsmannschaften in Deutschland, Österreich, in den Vereinigten Staaten und Kanada all der Opfer, welche die jüngste deutsche Geschichte gerade unserem Volksstamm auferlegt hat. Im Ersten Weltkrieg 1914 bis 18 standen unsere Männer in der österreich-ungarischen Armee an den Fronten in den Alpen am Isonzo und in Galizien. Und sie kämpften 1918-19 im Theißfeldzug gegen Belorkuns Räterepublik. Der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945 sah Siebenbürger Sachsen als Soldaten der rumänischen und der ungarischen Armee, die meisten aber später in deutschen Verbänden und einige auch als Bürger der USA oder Kanadas bei den Alliierten. Viele mehr als im Ersten Weltkrieg starben und ruhen in fremder Erde. Viele kehrten verwundet oder nach langer Gefangenschaft zurück aus der Sowjetunion, einige erst nach 10 Jahren. Die meisten nicht in ihrer Heimat. Doch die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg steht für uns Siebenbürger Sachsen neben dem unabänderlichen Geschehen noch unter einer anderen schweren Last, die es für manchen von uns noch abzutragen gilt. Die Minderheit, seit Jahrzehnten von anderen Staatsvölkern oft gedemütigt, wurden wir aufgeweckt und aufgereckt. Vom Reich mehr und mehr, nämlich zeigte sich mit dem Herannahen des Zweiten Weltkriegs die tragische Verstrickung dieses Schicksals mit jener Parteiformation im neuen Deutschland, die zuerst schwarze und dann auch feldgraue Uniformen trug. Hier hatte der Führer, wie wir wissen, neben anderen Aufgaben die sogenannte Festigung des deutschen Volkstums übertragen. Führer sicher voller Idealismus und guten Willens vermochten die später befohlenen verbrecherischen Taten der Himmler-Organisation, die er auch Wachmannschaften und Sonderkommandos zu stellen hatte, wohl nicht zu erkennen. Offizier der Waffen-SS hatte einen Befehl
Kriegsnotstand in schwere Gewissensnot gebracht. Nach Kriegsende sahen sie sich alle nur wegen ihrer Zugehörigkeit pauschaler Verdammung und Verfolgung ausgesetzt. So büßten sie härter als manche andere, einige sogar mit dem Tod. Am 40. Jahrestag des Kriegsendes, am 8. Mai 1985, gestand Bundespräsident von Weizsäcker vor dem Deutschen Bundestag: Wir hatten geglaubt, für die gute Sache des eigenen Landes zu kämpfen und zu leiden. Und nun sollte sich herausstellen, das war alles nicht nur vergeblich und sinnlos, sondern es hatte den unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung gedient. Richard von Weizsäcker, aber auch manche andere heute führende Politiker, den Zweiten Weltkrieg als junge Offiziere der deutschen Wehrmacht mitgemacht. Darunter Helmut Schmidt, Franz Josef Strauß, Alfred Dregger, auch der Österreicher Kurt Waldheim. Sie alle hatten den Fahneneid geleistet und sie stehen heute zu ihrer damaligen Pflichterfüllung. Alfred Dregger sprach es mutig aus. Es gehe nicht an, sagte er, die toten deutschen Soldaten anderen Opfern als Täter gegenüberzustellen. Wer sich persönlich ehrenhaft verhalten hat, der habe Anspruch darauf, dass wir seiner in Ehrfurcht gedenken. Gleichgültig, welchem Volk er entstammt oder welcher Waffengattung er angehört hat. Uns sieben Bürger aber, die wir von diesem Tag an nicht frei, sondern vogelfrei waren, ist es wohl der schwärzeste Tag unserer 850-jährigen Stammesgeschichte. Die darauf folgenden Jahre und Jahrzehnte waren für uns alle Zeiten schmerzlicher Trennung. In der Heimat wurden unsere arbeitsfähigen Burschen und Männer, Mädchen, Frauen und Mütter nach Russland deportiert, wo sie bis zu 5 Jahre lang schwere Zwangsarbeit verrichten mussten. War das schon eine Wiedergutmachungsleistung der kollektiv schuldig gesprochenen Deutschen aus Siebenbürgen und dem Banat? Ein Fünftel der Verschleppten kehrte nicht zurück. Die in der Heimat verbliebenen Sachsen erfuhren unter dem neuen kommunistischen Regime Enteignung, Verfolgung und Bestrafung. Einige starben den Märtyrertod, unter ihnen der Volksmann Hans Otto Roth. Am letzten Volkstrauertag 1986 gedachte unser Bundespräsident der Toten aller Völker in beiden Weltkriegen, der Opfer von Vertreibung, Flucht und Terror, die ihrer Überzeugung, ihres Glaubens oder ihrer Zugehörigkeit zu einem anderen Volk oder einer anderen Rasse wegen sterben mussten. Als einer von den jungen Siebenbürgern, die damals in die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges hineingezogen wurden und diese über Jahre bewusst erlebten, und ich spreche auch zu den heute jungen Siebenbürger Sachsen. Es waren jene wertvollen Lebensjahre, in denen wir Reife gewannen und Liebe erlebten, in Berufsausbildung standen, Berufstätigkeit begannen. Und auf all dem lag viel Entbehrung, Leid, Hunger und Angst.